Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Was war denn das jetzt, Kollege? Letztens hatte ich euch quasi mein aktuelles deutsches Lieblingsdeck vorgestellt und ich dachte mir, ja, kam ja gar nicht so verkehrt an. Ich zeige euch mein aktuell liebstes Amerikaner-Deck, weil die Amerikaner ist ja die Fraktion, bei der ich bei den Ground Forces mit Abstand am weitesten bin. Da habe ich also auch eine relativ breite Möglichkeit, mich vor die Qual der Wahl zu stellen, immer, jedes Mal, wenn ich spiele. Und aktuell fällt das wirklich sehr häufig auf 7-3 wieder. Was unter anderem an dieser hübschen Knutschkugel liegt. An dem da nicht, den mag niemand, aber der T114 ist super. Kann ich jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch zu kaufen gibt. Das war so auch einer ersten Premium-Fahrzeuge. Kanone ist fies, Autoloader schießt super schnell hintereinander. Allerdings null gepanzert quasi. Oh, aber auch nicht. Er konnte schwimmen. Ich weiß nicht, ob er es immer noch kann. Ich glaube, das haben sie irgendwann mal rausgepatcht, aber war eher so ein Gimmick, nenne ich es mal. Na, da ist ein Gegner um die Ecke irgendwo. Ah, der hat mich gesehen. Kollege. Ich mach's jetzt mal Ali auf den Kopf. Shit. Der kam von rechts. Oder? Ja, von unter der Brücke. Natürlich. Naja, gut. Aber ich habe ja noch genug anderes Zeug mit dabei. 7-3 fährt zum Beispiel auch der T-34 mit. T-32 mit. Auch ein richtig großer Bad Boy. Die Amis hatten ja irgendwann mal so ein bisschen den Rappel, größer, schwerer ist gleich besser. Okay, was macht der Kollege da? Der steht da einfach nur rum. Alles klar. Aber der T-34 zum Beispiel, auch super Panzer. Den T-32 hier habe ich jetzt noch gar nicht so krass ausgebaut. Da muss ich jetzt erst noch ein bisschen ran. Deswegen habe ich den mal mitgenommen. Also wir müssen halt gucken, dass ich den da an der Brücke krieg. Vielleicht kann ich den von hier beschießen. Ah, nee, schwierig. Aber gut, vielleicht kriege ich ihn trotzdem. Ich gehe jetzt mal A angreifen. Für mich ist das gerade voll die Umstellung. Ich habe nämlich einen neuen Monitor. Immer noch Full HD, ich habe immer noch kein 4K, weil es mein Rechner aktuell wahrscheinlich nicht so super packen würde, während der Aufnahme auch noch 4K bereitzustellen. Also die Grafikkarte, der Rest ja, die Grafikkarte nein. Deswegen habe ich mir nochmal einen 1080p Monitor gekauft, weil ich nicht in absehbarer Zeit Geld für eine neue Grafikkarte für 1500 Euro habe. Wobei die Hoffnung ja aktuell so ein bisschen besteht, dass es vielleicht billiger wird, weil die Chipfertiger wieder ein bisschen mehr Kapazität haben. Aber ich glaube noch nicht dran. Au, ich sehe nicht, wer da auf mich feuert. Rechtags. Ich habe gerade aber noch eine zweite Granate reingekriegt. So, schnell. Wo kam das denn? Maximal verwirrt. Scheiße. Ich hab doch die richtige Richtung gehabt. Ah, wie ärgerlich. Ja, das läuft gerade so semi.
könnte besser laufen. Aber zum Beispiel den Marder, den kriege ich. Mit dem Duster. Da gab es ja auch eine Änderung. Da hat man jetzt direkt beim Start quasi von der Waffe sequenzielles Feuer. Das früher war das... Die haben quasi früher immer gleichzeitig beide Kanonen geschossen und sind dann nach und nach asynchron geworden. Und irgendwann waren sie im sequenziellen Modus. Was teilweise das Treffen wirklich schwer gemacht hat. Und das hat sich jetzt grundlegend geändert. Jetzt direkt sequenziell gefeuert. Was es wirklich einfacher machen soll angeblich. Ich habe es noch nicht... noch nicht ausprobieren können. Ich kann dir nicht helfen, Kollege. Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich toast. Ja, scheiße. Ja, das war leider zu spät. Aber sorry, da konnte ich mich jetzt nicht einmischen. Wobei ich mich auch frage, was ein Sherman hier gerade macht. Scheiße, den habe ich viel zu spät gesehen. Okay, das war eine Runde zum Aufwärmen, nenne ich es jetzt einfach mal. Die vergessen wir einfach mal ganz schnell. Und gucken mal. Ja, tatsächlich war es eigentlich früher so, das 6-7 war mein Deck to go. Also das 6-7er Ami-Deck ist auch hervorragend. Aber ich habe dann einfach ein paar Panzer vermisst. Aber ich baue das jetzt mal um. Ganz schnell, weil man hat da schon so ein paar Sachen noch drin, die man eigentlich haben möchte. Zum Beispiel den T-92. Das ist eigentlich der Panzer, der das Deck meiner Meinung nach trägt. Dann hier den T-26. Der Unterschied, oder der große Unterschied ist halt die Nachladezeit. Ne? Hier brauche ich 17,6, der braucht 9,7 Sekunden zum Nachladen. Der ist da schon ein bisschen besser angesiedelt eigentlich. So, dann schmeiße ich den auch nochmal raus. Hier brauche ich dann meistens noch den M36. Der ist zwar 5,3, aber die Kanone überhaupt kein Problem, die da auch noch mitzunehmen. Und hier kommt der T-34. Und das hier ist mein 6-7er Deck und das nehmen wir jetzt mal mit. Das war wirklich mein Brot- und Butter-Deck früher. Da kannst du nichts mit falsch machen. Wird auch immer noch gut gefahren, wie man sieht. Also man lädt da eigentlich nie lange. Gut, 6-7 ist halt generell. Die Gegner brauchen ja auch gute 6-7er Decks. Sonst wird da überhaupt nichts passieren. Und hier starten wir jetzt tatsächlich mit dem T-92. Die Map habe ich jetzt in letzter Zeit relativ häufig. Ist ja so eine neue Schlachtanordnung. Super klein. Oh, wobei, nee, ich starte mit dem Scorpion. Scorpion ist hier perfekt. Weil er so eine krasse Gun Depression hat. Kann man sich hier schön hinter die Dünen stellen und quasi nichts sonst von sich rausgucken lassen. Hier relativ auf die Außenbahnen so. Jetzt suche ich mir irgendwo eine schöne Position. Mal gucken, ob ich mich vielleicht tatsächlich hier hinstelle. Ich hätte vorher anders fahren müssen, dann hätte ich jetzt gerade diese gefährliche Aktion nicht machen müssen, aber überlebt. So, ich will eigentlich auf diesen Hügel hier. Und tschüss. Nein! Richtig schlecht geschossen.
Freudig. Sehr gut, Ziel aufgeklärt. Noch einer aufgeklärt. Und Kill dafür bekommen. Also einen Assist für bekommen, sagen wir es mal so. Ja, komm. Ich advance mal. Ich glaube, wenn ich hier hinten stehen bleibe, kriege ich keinen Kill ab. Muss nur vorsichtig sein. Also das Ding ist halt, ne? Ist nicht gepanzert. Soll klar sein, dass man da relativ schnell die Crew verliert. Aber es ist auch nach wie vor einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Kollege? Du fährst mal erstmal nirgendwo mehr hin. Das passiert halt, wenn man mitten auf dem Feld stehen bleibt. Aber vielleicht hat sie sogar für ein Flugzeug schon gelangt. Ja, hat es. Und zwar mit der netten Bombenzuladung. Arm 1, mein Favorite Flugzeug bei den Amerikanern, gerade zum Bodenkampf auf den. So alles ab. Ja, ab seinem Battle Rating 5-7. Kann man gut auch noch höher mitnehmen. Sehr gut sogar. Ja, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Wollte C drücken. Ja, tschüss, Bombe. Aber was war das? U konnte man, ne? Genau, U kann man die Bomben angucken. Wir wollen jetzt eine Weile, bis sie da sind. Traurig. Jo, habe ich gerade ein bisschen Bombenlast losgeworden. Jetzt bin ich aber bestimmt viel schneller da. Man kann ja sagen, also schon ein bisschen nervig, wenn man nach dem Tod quasi erst so weit fliegen muss, aber man muss schon sagen, das war schon eine gute Änderung. Dieses Revenge-Bombing hat dadurch ein bisschen nachgelassen, einfach weil die Leute nicht mehr so genau wissen, ach scheiße, wo stand denn jetzt der Panzer, der mich gekillt hat. Oder derjenige hat bis dahin einfach die Position gewechselt, also das war schon eine sinnvolle Änderung, finde ich. Wenn da andere Leute... Leute, die das anders sehen, aber ich finde das okay. Kommt halt drauf an, ob du mit einem adäquaten Flugzeug auch reingehst, ne? Also der hier ist eigentlich für das Battle Rating schon ein bisschen langsam. Darfst dich halt nicht beschweren, wenn du dann halt eine Weile brauchst, um zum Gegner zu kommen. So, was bombe ich weg? Hier sind ein Haufen Ziele gerade. Hier ist gerade alles geplatzt. Den hole ich mir. Einer. Hätte besser sein können. So, das waren die Kleinen. Okay, die waren richtig scheiße gelegt. Dadurch, dass es Kleine waren, haben sie halt nicht mal irgendeinen Schaden gemacht. Naja, gleich erwische ich den noch. Nee, leider nur. Leider nur ein bisschen Damage, aber die BTR ZD ist halt wirklich ein Biest. Also das ist wirklich ein Riesengewinn für die sowjetischen Streitkräfte hier in dem Spiel. Hatte ich auch eine extra Folge für gemacht. Das ist schon... Also vorher gab es halt keine gute Flak bei den Sowjets im Tier. Und jetzt haben sie eine.
Hat ja auch überhaupt nicht lang gedauert. So. Dann gucken wir mal, wo wir hier noch mitmischen können. Ich hoffe, dass mich kein Flugzeug wegfrühstückt. Ich frage mich gerade, ob das die Clan ist, weil dann würde das bedeuten, dass wir auf 7-3 sind mindestens. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, auf welchem BR wir gelandet sind. Mir hat mich da gerade in den Hintern geschossen. Nicht 100%ig sicher, von wem ich da gerade eine gefangen habe. Ob das vor dem Flugzeug war? Au! Ein Glück, ey. Der T-92 hält dann doch schon was aus. Ich würde mal sagen, so ein M41 hätte das nicht überlebt. Sehr schön. Ach, das war ein BTR. Ja, das war der BTR. Der mein Flugzeug auf dem Gewissen hat. Ja gut, gegnerische Team hat sich jetzt quasi in Wohlgefallen aufgelöst. Alter! Wie konnte ich den denn übersehen? Das war ja Panne. Aber wir gehen danach gleich nochmal auf 7-3. Wollte einfach nur zeigen, dass das 6-7er Deck schon ein bisschen konsistenter ist, aber das 7-3er ist halt auch nett. Wenn es mal ausgebaut ist, sag ich mal. Ich da nochmal kurz umbauen, aber das geht recht schnell. Ich weiß ja, was wohin muss. So, wo ist der Tiger? Was war denn das jetzt, Kollege? Den Tiger gefunden. Jetzt kappen die. Ach, guck mal. Gerade ein Geräusch gehört, das ich schon lange nicht mehr gehört habe. Gerade ist ein Eiswagen unterwegs draußen. Da ist ein Gegner. Oh, da ist auch ein Gegner. Das war der Tiger tatsächlich, der da unten in der Stadt war. Mit dem R3 im Gefecht, nice. Aber ich muss jetzt irgendwie zumindest nochmal noch ein bisschen Licht auf den guten alten T14 draufhauen. So. Wobei, den packe ich dahin. Den M47, der kommt hier hin. T95, den könnte ich noch mitnehmen. Nee, lieber nicht. Das wird nicht gut laufen. Und den M46. Ach komm. Stimmt, den M47, den haben wir noch gar nicht gespielt, aber das ist okay.
Und da muss der... Wo ist er? T32 muss da hin. So. Das passt schon. Stimmt, hier war für ihn der 7-0er. Aber das geht auch so ganz gut, ne? Also... Der ist nur noch nicht ausgebaut. Das ist eine ordentliche Map. Wahrscheinlich hier die 7er Linie runterdüsen. Um 114. Wobei, nee, komm. Gehen mal in die Wüste. Mit dem kann man sich ja ganz gut verstecken. So. Okay. Das ist jetzt ungünstig. Ich bin komplett alleine. Das ist doof. Ich frage mich gerade, was für ein Battle Rating wir sind. Bin ich schon wieder nicht aufgepasst. Man sieht es ja an den, man sieht ja an den Kosten quasi. Mit Einstiegskosten. Wir sind auf jeden Fall. Ja, sind also bei Leos 7-3, glaube ich, ne? Ach, irgendwas. Irgendwas 7-0-7-3, irgendwas wird es schon sein. Scorpion hatte mich ein bisschen stutzig gemacht da eben. Scheiße. Scheiße! Ah, das hätte ja klappen können. Seinen Kollegen habe ich gehimmelt, aber ihn leider nicht mehr. Blöd. Aber jetzt zählt's. Ich halte die Seite. Ich halte die Seite. Und wenn ich es die ganze Zeit alleine machen muss. Was zum Teufel? Hab ich da gerade hingeklickt? Ich glaube, habe ich da hingeklickt oder habe ich gar nicht geklickt und bin deshalb da rausgekommen? Ach, blöd. Na gut, dann muss ich einen Tack fahren. Vielleicht kriege ich sie dann eh ein bisschen von der Seite. Das kann schon. Vielleicht klappt es ja sogar besser als vorher. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Es kann übrigens sein, muss ich mal gucken. Momentan ist ja so, ich mache ja 2 War Thunder Folgen pro Woche, immer hier mittwochs und samstags. Dass diese Woche, diese und oder nächste Woche meine Folge ausfällt, weil, muss mal gucken, wie ich es mit dem Aufnehmen hinkriege. Denn, tatsächlich geht es diesmal gar nicht so um Zeit, sondern um Hitze. Es soll die Woche unendlich heiß werden. Knapp, wenn ich das richtig gesehen habe, 40 Grad. Und währenddessen werde ich dann ungerne aufnehmen wollen, weil dann wird es auch bei mir in der Wohnung entsprechend warm. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich alles jetzt schon quasi heute aufgenommen bekomme. Ich versuche es, aber ich weiß es noch nicht. Weil es stehen ja noch ein paar andere Projekte quasi im Raum. Tschüssi. So. Ich hab gesagt, von der Seite geht's vielleicht ganz gut. Jetzt muss ich mich aber umplatzieren. Ich weiß sonst nicht, ob ich das dauerhaft machen kann.
bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich höre da was. Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, B zu cappen. Ich werde es aber tun und er guckt mich an. So, der kann schon mal nicht normal mehr schießen. Ah, und er ist raus. Sehr gut. So wünscht man sich das. Hat mich nicht gesehen, glaube ich. Ja, Sichi! Alter, wie kann ich ihm nichts getan haben? Belastend. Belastend. Na gut. Diesmal klinke ich nicht schon die ersten Bomben aus. Aber ich bin gerade erst in der Rangliste, so auf beiden Teams. Finde ich schon mal gut. Die Runde ist immer die dritte Runde, die gut wird. Zwar in der letzten Folge auch so. Und ich überlege, ob ich den gerade Revenge bomben soll. Ich weiß ja, wo er ist. Er hat noch einen gekillt gerade. Oder war das, das müsste die gleiche IS-6 gewesen sein, der Eizahn unterstrich YT. Ist das etwa ein YouTuber? Ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe keine Ahnung von War Thunder Streamern oder YouTubern. Das ist überhaupt nicht meine Welt und Bomben. Kratzt mein Hals jetzt so. Deswegen, falls das jemand ist, den man kennen sollte, gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, er fliegt von mir weg, der Kollege. Bring ihn hoch, bring ihn hoch. Ah, ich bin so doof. Gewastet. Egal. Alles für das Team. Ich hatte vergessen, dass ich Bomben dran habe. Sollte man nicht vergessen, wenn man in so einem Ding drin sitzt. Das Ding ist auch schon wieder so riesig, ey. Aber der ist richtig hässlich, finde ich. Richtig hässlich. Hat aber einen interessanten Motorsound. Hört sich tatsächlich eher an wie ein langsamer LKW. Was willst denn du jetzt? Wer war das? Ich glaube, es kommt von da in der Richtung. Ja, hier hinten drin. Ah, scheiße, das war kein Busch. Das war ein Gegner. Ich habe gedacht, es wäre ein Busch. Ah. Wie bitter. Gut, aber fürs nächste Mal. Da ist die Sau. Bin mir nicht sicher, was es ist. Das oder sowas sein. Fuck. Ah, guck mal, da habe ich sogar irgendwas erwischt. Nice, getroffen, aber nix hat's gebracht. Ah, und ein Tow. Okay, das war ein Tow-Werfer.
fies. Und jetzt muss der M41 der Amis ran, der leider nicht so geil ist wie der Deutsche, weil er keine Heat hat, sondern nur APDS. Für die meisten Einsatzzwecke langt der auch, aber trotzdem Heat wäre mir lieber. Und ich habe meine Vormachtstellung verloren. Gut, er hat aber auch 7 Kills gemacht, der Kollege. Ist okay. Jetzt treffe ich den halt nicht, ne? Und jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Wird schon wieder auftauchen. Hier kann man ja schon hingucken. Da 50 Kills ganz ordentlich. Okay, der eine Toe ist weg, aber das war der auf der anderen Seite, glaube ich. Das ist ein Gegner. Da sind noch mehr Gegner. Scheiße, der sieht mich. Lass mich bloß in Ruhe, Kollege. Unbeschädigt. Meine Antennen machen mir gerade ein Problem, ey. Ich komme da nicht durch. Keine Chance. Vielleicht kriege ich irgendwie sein Gunmantlet durch. Er hat auch geschossen. Yes! Kanone gezogen! Jetzt bist du fällig, Kollege. Munition dürfte hier bei dem Kollegen sein.
So. So, ich hab dich gesehen. Problem ist, wenn der mich erwischt, dann geht's mir nicht mehr so gut. Naja. Immerhin noch Erster geworden. Das sieht ja interessant aus, die Rakete oder was das ist. Boom. Will ich nur gucken, bin ich komplett Erster im Team und auf dem Server? Yes. Passt. Deswegen würde ich sagen, ja, 7-3er-Deck, macht mir Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Macht's gut. Bis dann, tschüssi.